Pilzinfektionen sind gar nicht so selten, wie man denkt und können aber relativ gut behandelt werden. Und es geht in diesem Beitrag genau darum, wenn man eine Pilzinfektion hat, wie sieht die überhaupt aus und was kann man dagegen machen? In den nächsten Minuten besprechen wir also alles rundum, sodass jeder sich gewappnet fühlt und der Pilz keine Chance hat. Starten wir mit dem aller bekanntesten Beispiel, und zwar dem Nagelpilz. Man kennt das, wenn man in das Schwimmbad geht, immer diese Befürchtung, wenn ich keine Badeschlappen anhabe, dann kann ja der Pilz entstehen. Was ist denn überhaupt da dran? Es ist tatsächlich so, dass Pilze sogenannte Sporen bilden. Und diese Sporen werden übertragen bei direktem Kontakt. Und wenn die Haut nicht intakt ist, sprich kleine Verletzungen sind vorhanden, dann siedelt sich diese Spore in der Haut ein und ein Pilz kann entstehen. Der Nagelpilz ist eigentlich die häufigste Pilzinfektion und vor allem im Bereich der Füße anzutreffen. Das liegt daran, weil die Füße seltener zum Teil gepflegt werden, die Durchblutung nicht so gut ist, die Füße auch häufiger kälter sind, wir Schuhe tragen und Verletzungen häufiger auch dort entstehen als im Bereich der Hände. Und ja, wenn man den Nagelpilz hat, dann gibt es eigentlich die gute Nachricht, der Nagelpilz ist gut zu behandeln, solange er noch am Anfang ist und nicht alle Nägel betroffen sind oder mehr als 50% eines Nagels. Denn dann kann man nicht mehr nur lokal mit einem Nagellack behandeln, sondern muss tatsächlich meistens sogar Tabletten schlucken. Und das kann etwas länger dauern, weil der Nagel wächst ja verhältnismäßig langsam. Also, das heißt, Nagelpilz, wenn da was sein sollte, schickt uns auch gerne ein Foto, behandeln wir. Oder man kann initial auch starten mit einem kleinen Nagellack, ist in der Apotheke frei verkäuflich, einfach einmal nachfragen. Ja, und jetzt gehen wir eine Etage tiefer und seltener, aber auch relativ häufig ist der Pilz im Bereich des Körpers, Tinea corporis. Es zeigt sich eine, ja, nennen wir es erstmal medizinisch. Wer den letzten Beitrag gesehen hat, kennt sich ja ein bisschen mit der medizinischen Beschreibung aus. Es zeigt sich eine erythematöse Plaque, also eine rötliche, ja, erhabene Veränderung der Haut mit einer randbetonten Schuppung. Und diese randbetonte Schuppung ist ganz charakteristisch, denn der Pilz wandert und infiziert von innen nach außen. Das Ganze, ja, kann sich eigentlich weiter in den Bereichen etablieren und plötzlich bemerkt man nicht nur eine Stelle, sondern vielleicht zwei, drei. Man kratzt sich, geht an die nächste Körperstelle und impft sich damit den Erreger selbst an neuen Körperstellen ein. Die Behandlung ist extrem leicht, wenn man weiß, welcher Erreger sich dahinter verbirgt. Und der ein oder andere kennt es noch aus dem Biologieunterricht, Agarplatten. Das sind diese kleinen Platten. Damit züchtet man den Pilz an, um herauszufinden, welche Art des Pilzes ist es überhaupt. Und das macht meistens der Arzt vor Ort, damit er die richtige Salbe verschreibt. Es gibt auch einige Salben, die wirken sehr breit und können eigentlich so gut wie jeden Erreger eliminieren. Das ist eine Möglichkeit. Oder man geht direkt spezifisch auf einen Erreger mit einer bestimmten Salbe, cremt die Stelle ein täglich. Und wichtig ist natürlich die Kleidung bei mindestens 60 Grad zu waschen, denn ansonsten kann man sich ja immer wieder reinfizieren. Es gibt ja da auch noch die Sporen. So, das sind somit die häufigsten. Und als letztes gibt es noch eine Besonderheit, denn auf unserer Haut gibt es immer einen Pilz. Der ist immer da und der ist sozusagen physiologisch, also normal, der sogenannte Hefepilz. Hefepilze befinden sich auf der Kopfhaut und können, ja, wenn sie ein bisschen stärker die Haut besiedeln, auch Hautveränderungen, Juckreiz, Schuppung verursachen. Die Kopfhaut ist da relativ häufig betroffen. Und ja, wenn man den behandeln möchte, gibt es spezielle Shampoos mit einem Antipilzmittel. Wenn man das aufträgt, dann wird es in der Regel deutlich besser. Das einfach nur als Tipp, falls jemand an Kopfschuppen leidet, hilft nicht immer nur ein Produkt, das einfach allgemein gegen Schuppen ist, sondern es kann eben auch sein, dass sich dahinter der Pilz befindet. Und ja, das kriegt man dann relativ gut in den Griff. Wenn ihr eigene Probleme habt, Pilzinfektionen vielleicht im Raum stehen, könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Wir helfen euch weiter online oder ja per App mit der Dermanostik-App 24/7. Ansonsten freue ich mich auf Anregungen, gerne auch als private Nachricht für, ja, neue Themen hier bei YouTube. Deswegen abonniert uns. Ich freue mich auf euch.